Jahr und ich begrüße euch recht herzlich bei der Jubiläumsfolge, bei der 10. Folge meiner Karriere beim Football Manager 2020. Gestartet bin ich bei Trelleborg FF in Schweden, da bin ich immer noch und da bin ich momentan in einer Achterbahn gefangen. Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Einmal nur mehr gewonnen, wäre ich in der Tabelle schon ein kleines Stückchen weiter und könnte mir wirklich berechtigte Hoffnungen machen für einen Aufstieg nächstes Jahr in die Allsvenskan, in die erste schwedische Liga. Vielleicht schaffe ich es in dieser Folge, zweimal hintereinander zu gewinnen. Hoffentlich nicht zweimal hintereinander zu verlieren, weil das habe ich ja auch noch nicht geschafft. Aber wie gesagt, zweimal hintereinander zu gewinnen wäre wirklich wichtig und ich werde alles daran setzen, dass jetzt in Folge 10, in der Jubiläumsfolge, wann, wenn nicht jetzt, zu verwirklichen. So, das ist wieder die ominöse Trainingswoche, technisch diesmal eingestellt, wieder um ein paar Sachen ergänzt und Standards, Automatismen, Chancenverwertung, Trainingsspiel und zweimal Ausdauer. Bisschen kotzen geht halt nicht, weil ich habe am Wochenende auch noch das Spiel, eigentlich habe ich es ihnen ja versprochen. Ja, diesmal war Fatavu Saviu einer bei den schlechtesten. Sonst war die Bewertung der ganzen Mannschaft eher. Ja, nächste Partie wird hart. Der Gegner ist sehr stark in der Deckung, in der Manndeckung und arbeitet hart daran, dem Gegner Raum, keinen Raum und keine Zeit zu geben. So, da haben wir die Heatmap jetzt von Geis Göteborg. Da kommt was auf mich zu, befürchte ich. Die sind sehr stark über links und rechts. Also es hat, glaube ich, noch keine andere Mannschaft so dominant die Flügel bespielt wie Geis Göteborg. Aber wir spielen daheim. So, alle. Auslosung für den schwedischen Cup. Schauen wir, ob wir ein bisschen Glück haben. Irgendwas mit Gruppen kommt dann, was ich gelesen habe, weil ein Ziel des Vorstandes oder eine Vorgabe ist, dass ich mich für den schwedischen Cup, aber mindestens für die Gruppenphase qualifiziere. Ne? Lassen wir uns überraschen, wie die den Cup ausspielen. Wie lange es dauert, bis wir kommen? Wenn wir kommen? Ah, da sind wir. Uzigtens PK aus der Division 1 Södra. Ich weiß leider nicht, wie weit das unter meiner Liga ist, aber scheint machbar zu sein. Also ein semi-professioneller Verein, auf den ich da treffe im schwedischen Cup. Also ich habe jetzt bei der Aufstellung folgende Änderungen vorgenommen. Håkansson spielt wieder statt Saviu, der musste raus. Dafür habe ich mich wieder für meinen Oldie entschieden. Warum? Weil er der körperlich stärkste Stürmer ist und da wir gesehen haben oder vom Scout gesteckt bekommen haben, dass die ziemlich zweikampfstark sind, dachte ich mir, vielleicht ist das dann doch eine gute Lösung, wenn man unseren Oldie da vorne in die Schlacht werfen. Kohler kommt statt Olsen, das hat mir auch der Co-Trainer vorgeschlagen. Kohler hat sich im Training super präsentiert und ist laut Ansicht des Co-Trainers auch umsichtiger als Olsen. Tiedemann ist ebenfalls wieder im Spiel statt Velikovic. Westerlund wird sich dann wieder um den Stürmer mit den meisten Toren vom Gegner kümmern. Andersson und Westerlund sind zu Buddies geworden. Glasberg ebenfalls gesetzt. Kommt noch kein anderer Zuhe. Ich konnte mit meiner Aussage bei der Pressekonferenz vor dem Spiel wieder drei Spiele erreichen. Den Tormann Zoran Jovanovic oder Jovanovic
und Fata Wu Saviu, der war zu Beginn leider nur auf der Bank Platz nehmen wird müssen. So, dann gibt es doch eine Umstellung. Anton Tiedemann, linker Verteidiger, hat sich verletzt. Wunderbar, 7 Tage bis 2 Wochen. So, hier beim Taktikbriefing, da habe ich eigentlich alles schon im Vorfeld eingestellt gehabt. Hier bei der Taktik, da habe ich nur eben gesagt 4-2-3 und das, also da stehen sie dahinter, hinter meiner Taktik und offensiv. Nur da bei den Gegneranweisungen, wie gesagt, Westerlund, Manndeckung, kümmert sich um Trinan, Aaron Trinan und Netinho, den lasse ich pressen, den lasse ich pressen und versuchen ihn auf dem schwachen Fuß zu zwingen. Warum? Aaron Trinan, meisten Tore, Netinho, meisten Vorlagen. Das war's auch schon wieder vom Taktik Briefing. So, dann konnte ich am letzten Tag der Transferfrist, der Transferzeit noch einen Transfer tätigen, und zwar freut es mich Richard Donkor, rechter oder linker Flügelspieler, sollte mich doch verstärken. Da ist nochmal kurz Teambericht, aber da ist nichts Auffälliges irgendwo oder irgendetwas Erwähnenswertes dabei. So, dann war die Spielvorschau, 1075 Karten verkauft, mit einem Sieg, 35 Punkte, ja, es wäre so wichtig, Freunde der Blasmusik, wirklich, kommt, Mannschaftsaufstellung passt, Taktik passt, der Amerikaner, der Army braucht eine Rückennummer, dann nehmen wir die 51 für die 51 Bundesstaaten. Was sagen wir jetzt noch abschließend in der Kabine? Göteborg hat die 4 letzten der 5 Spiele verloren. Ich erwarte, dass jetzt noch eine dazu kommt. Und das Ganze bestimmt. Reaktion keine, derweil von der Mannschaft. Also, viel Glück, geht raus, gewinnt. Das ging aber schnell! Das ging aber schnell! Vor Jubel verdreht sich hier gleich alles. Schnelle Führung. Elefantös. Jetzt dranbleiben, gehen wir! Kann ja nicht sein, dass wir da nicht mehr wie ein Goal pro Spiel machen. Oder wenn wir gewinnen. Aufpassen. Ja, spiel ab. Warum spielt er nicht ab? Auch da kann er ablegen. Die erste Viertelstunde schaut gut aus. Faul. Ja, da muss man sich beim Stürmer bedanken. Vorsicht, Freunde. Gut aus, war wieder der Abschluss. Ehrlich, dieser Pass, komm. Gibt's ja nicht. Bin nicht in der Lage, ein zweites Goal zu machen.
Winkel spitz. Aber jetzt, jawohl, endlich einmal eine 2-Tore-Führung. Schöner Pass in die Tiefe, in die Großen. Und da macht er tatsächlich das Tor, der Oldie. Fünf Minuten noch vor der Pause. Ja, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber von den Chancen her hätte das Ergebnis durchaus seine Berechtigung. Oh, eine Verletzung. Bis zur Pause sollte vielleicht Müsola noch durchhalten. Felikovic, jawohl, Larsen kriegt die Hände noch in die Höhe. Jawohl, Abstoß, jawohl, gut gesehen. Führe bei vor, Pause. Ja, da muss ich glaube ich zum ersten Mal applaudieren hier als Trailboard-Coach zur Pause. So stelle ich mir das eigentlich vor. So möchte ich, dass sie auftreten in jedem Spiel. Also ich bin wirklich mit diesen 45 Minuten durchaus zufrieden. Alle Statistiken, 15 zu 7 Schüsse, 10 zu 2 aufs Tor, 53% Ballbesitz, mehr Laufleistung von meiner Mannschaft. Jawohl, auch da bei den Mannschaftsanalysen bin ich durchaus zufrieden, was meine Mannschaft betrifft. Also, so soll es sein. Auch da, den Netinho dürfte gegriffen haben, dass ich den presse und auf den falschen Fuß bringen will. Denn der dürfte überhaupt nicht ins Spiel gefunden haben, was auch seine Note mit 6,3 vielleicht ein bisschen belegt. Ich bin sehr zufrieden mit der aktuellen Leistung. Weiter so, Jungs. Das hat angeschlagen, sah begeistert aus. Ich hoffe, sie können die Begeisterung jetzt mit aufs Feld nehmen. Und noch ein Tor machen, vielleicht ein zweites, also ein drittes und ein viertes. Wechseln hätte ich jetzt, glaube ich, müssen. Auf den habe ich ganz vergessen, auf dem linken Verteidiger. Aber schauen wir, vielleicht geht es ihm nicht gut. Nein, geht ihm nicht gut. Da müssen wir was machen. Messbar. Kompromisslos verteidigt. Hilft nichts. Muss diese Verletzung kompensieren. Geht nicht anders. Daher muss man Neuzugang der Algerier messbar für klare Fronten sorgen und einfach kompromisslos nur jeden Ball bereinigen. Mehr verlange ich gar nicht. Aufpassen, Buschner. Das ist toll durchgesetzt. Kein Abseit. Kann man mehr draus machen? Kann man mehr draus machen? Puh. Oh, schöner Pass. Oh. Es geht mir durfte wirklich, mir ist was passiert. Als ich das 2-1 von Göteborg bekommen habe, habe ich dann
beim Auswechseln, dann nach dem Auswechseln vergessen, wieder die Aufnahme zu starten. Daher habt ihr jetzt eigentlich mein bestes Spiel habe ich jetzt nicht auf Video aufgenommen. Ein Wahnsinn. Daher jetzt die Spielhöhepunkte. Hoffentlich funktioniert das irgendwie. Vielleicht muss ich euch das dann so nochmal zeigen. Meine, da war super mitgedacht. Der Zvetkov macht es 3-1. Doppelchance. Hier nochmal. Denkt mit, macht das 3-1. Dann noch das 4-1. Ärgerlich, dass mir das passiert ist. Fuckt mir an jetzt. Naja, was soll man tun? Auch DAZN, Sky, ORF, ZDF, alle haben sie mal Aussetzer. Warum soll das nicht einem kleinen GA auch passieren? Tut mir leid, mir tut's am meisten leid, weil es das beste Spiel ist, das ich mit Trelleborg bislang abliefern konnte. Und das habe ich nicht zur Gänze. Bocke nicht. Sonst nächste Woche oder nächstes Spiel ist wieder ein richtiger Knaller für mich. Auswärts bei Jönköpring Södra IF. Und die sind ein direkter Konkurrent um den dritten Platz, um den Playoff-Platz. Also quasi ein 6-Punkte-Spiel, wenn man so will. Und darauf werden wir uns vorbereiten, um wirklich um Platz 3 ernsthaft mitreden zu können. Muss dort gewonnen werden. Ja, bei der Pressekonferenz konnte ich wieder die richtigen Worte finden. Trainingswoche habe ich schon letzte Woche eingestellt. Für dieses 4-1 gibt es aber Montag trainingsfrei. Dann ein kurzes Wort zu meiner Neuverpflichtung. Donkor, ich habe großes Vertrauen in Richard und hoffe, dass er überzeugt, wenn es darauf ankommen wird. Das glaube ich wirklich. Ich setze ihn auch wirklich unter Druck. Er hat 4,5 Sterne, ist der beste Flügelspieler jetzt. Also, der muss schon zeigen, was er kann. Jönköping, Södra, Scoutbericht, beeindruckendes Passspiel, aber wir haben einen in unseren Reihen, der könnte das unterbinden, Westerlund, wobei, den hätte ich da jetzt wieder als Mantiker gesehen, na, mal sehen, was ich da mache. Und die haben auch starke Manndeckung und geben keinen Raum und keine Zeit her. Also könnte möglicherweise wieder meine Geheimwaffe, der Uldi, von Beginn an stürmen. Ja, wunderbar. War ich zu erfolgreich mit diesem 4-1. 5-6 Wochen Verletzung Zoran Jovanovic. Die linke Seite, auf die muss man wohl total aufpassen. Die Medien geben uns überhaupt keine Chance. Trelleborg vor unlösbarer Aufgabe. Kommt Burma, jetzt zeigen wir es Herner. Jetzt oder nie. So, die Aufstellung behalte ich eigentlich bei. Nur statt Jovanovic spielt Johansson. Donko jetzt auf der Bank statt Kraft. Taktikbriefing vor dem Knackerspiel. Die Mannschaft findet dieses 4-2-3-1 breit zu offensiv für dieses Spiel. Vorsichtig, aber finden sie okay. Also wir müssen ja auch gewinnen. Es bringt ja nichts, wenn wir hinten nur mauern. Westerlund hat die Manndeckung übernommen an Edin Hamidovic, der hat die meisten Tore geschossen. Neue Spielvorschau. 2271 Karten verkauft im Vorfeld. Team ist ausgewählt. Leider fehlt Jovanovic. Wäre echt extrem wichtig hier zu gewinnen.
Selbiges gilt aber auch für meinen Gegner. Leidenschaftlich, werde ich sagen. Wir sind Außenseiter, das passt perfekt. Auf geht's, sorgt für eine Überraschung. Zumindest nicht verlieren. Wir wieder im Rot. Mach gleich mal eine Kanone. Treibe am. Da kann man auch Danke sagen. Oh, gibt das nicht? Was gibt da hier nicht? Abseit? Jawohl, sehr gut. War ein bisschen zu hinterfragen schon, weil behindert hätte er jetzt keinen Goalie, aber nehmen wir mit. Larsen, wenn ich den nicht hätte, ich glaube, da hätte ich schon mehr Gegentore kassiert. Rennt wieder ins Out. Pausenstand 0:1. 8:4 Schüsse, 4:1 aufs Tor. Ballbesitz, naja, halbwegs ausgeglichen. Aber die Laufleistung passt nicht bei meiner Mannschaft. So, jetzt habe ich meinen Neuzugang Donkor gleich gebracht. Vielleicht kann er ein bisschen für Umschwung sorgen. 1:0, verloren ist noch nichts, aber da muss jetzt einiges passieren. Da muss jetzt einiges an Mannschaftsleistung passieren. Habe ich schon drin gesehen. Ich komme zu überhaupt keiner Torszene. Gar nichts funktioniert da. Vielleicht jetzt. Oh. Bringe ich Zvetkov. Dann ziehe ich Håkansson und Donkor zurück. Und spiele dann doch offensiv. Ich brauche hier zumindest einen Punkt. Hilft nix. Da versenkt dann 2:0. Wieder nach einem Sieg eine Niederlage. Keine Konstanz in der Mannschaft. Gehen wir wieder bedient in die Hapfen. Naja, dann machen sie mir noch das dritte. Betretene Gesichter bei den Verantwortlichen von Trelleborg. Am wenigsten ein Anschlusstor.
kann es anders sein. Nach einem Sieg setzt es eine Niederlage. Damit ist der Aufstiegszug wohl endgültig abgefahren. Da geht nichts mehr. 6 Punkte. 8 Spiele noch. Da muss schon viel passieren. Vor allem, wie gesagt, mit meinem Sieg-Niederlage, 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 Sieg-Niederlage. Das kann nicht funktionieren. Einen Vorwurf kann ich der Mannschaft nicht machen. Ich finde, sie haben trotzdem brav gekämpft. Es hat heute nicht sollen sein. Mit der Verletzung von Jovanovic hat das Ganze schon seinen Lauf genommen. Das war Folge 10, Jubiläumsfolge. Danke fürs Zusehen. Darf um Gefällt mir's bitten, um Abos oder um Kommentare. Wie immer verabschiede ich mich mit einer Niederlage. Das ist eigentlich schon kurios. Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage. Was kommt in Folge 11? Der schwedische Cup beginnt. Schauen wir, ob wir diesen Halbamateurverein schlagen können. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Folge 10. Tschüss, Baba. Bis nächstes Mal.